Lampenfieber, Teil 2, Fortsetzung. Ja, wovor man Angst hat, das ist, dass etwas nicht perfekt gelingt. Und jetzt ist die Frage, was ist denn Perfektion? Wenn ich mich daran erinnere, da gab es den großen Alfred Cortot. Das war der absolute Liebling. Das war der Chopin-Spieler schlechthin, dem alle verfallen waren. Aber jeder, der ihn gekannt und geschätzt hat, hat schmunzelnd gesagt, naja, es ist ihm schon einiges passiert. Das heißt, es sind ihm, sagt man, so viele Noten unter den Tisch oder beziehungsweise unter den Flügel gefallen, dass man nachher einen Putztrupp kommen lassen müsste, um die Noten, alle die falschen, wegzukehren. Also hier gab es noch mehr Großzügigkeit und vielleicht auch eine andere Art von Beurteilung. Was ist denn gut? Ist das gut, was emotional ist, was zu Herzen geht? Oder ist das gut, was perfekt ist? Am besten ist natürlich immer die perfekte Balance. Es gibt da die absoluten Perfektionisten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es Leute, die einen vielleicht dann mehr emotional erwischen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber einige meiner Lieblinge sind Pianisten und Pianistinnen, von denen man weiß, da passiert einfach dann und wann etwas, das ist nicht so perfekt. Aber es ist sehr oft, und es ist auch manchmal der Fall, dass man sagt, naja, der Abend war nicht sehr gut. Und der andere war aber himmelstürmend gut. Also das heißt, da war sozusagen die Spannung, wie wird es denn sozusagen schon ein Teil des großen Erlebnisses? Und wenn es dann gut gelungen ist, war es dann umso großartiger, weil dann einfach Sternstunden entstanden sind. Nicht? Also das muss man alles abwägen. Wir leben in einer Zeit des Perfektionismus. Meiner Meinung nach wird der ein bisschen überbewertet, wird schon glatt. Auf der anderen Seite ist also Kunst natürlich auf Basis einer gewissen Perfektion eine Forderung. Es hat keinen Sinn, wenn man sagt, ja, ich bin ja so wunderbar und beeindruckend, aber es sind so viele Noten falsch, dass man einfach im Musikgenuss gestört wird. Ist ein komplexes Thema. Wie geht man aber mit der Angst davor, nicht perfekt zu sein, um? Vielleicht kennen Sie den Pianisten Wladimir Wiagdo, ein ukrainischer Pianist, ein ganz großartiger, der in Amerika eigentlich lebt und die große Karriere gemacht hat. Der hat mir einfach einmal ganz unbekümmert gesagt, naja, wer nervös ist, hat nicht genug geübt. Also so kann man es auch sehen. Nicht? Der hat offensichtlich die Ruhe und die Überlegenheit, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich weiß, was ich geübt habe. Und wenn ich genug geübt habe, dann kann ich es einfach und daran ist nicht zu rütteln. Aber so gut ist das Nervenkostüm sehr vieler Künstler überhaupt nicht gestrickt, weil gerade Künstler dazu neigen, vielleicht ein bisschen fragil zu sein, sensibel zu sein, sehr selbstkritisch zu sein, alles zu hinterfragen. Und da kommen dann Unsicherheiten ins Spiel. Und da kommt dann ins Spiel, dass man Angst hat davor, dass man daneben greift, nicht gut intoniert, dass einem im Gedächtnis ein Fehler passiert, etc. Nicht? Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Es ist so, dass man natürlich, wie Wladimir Wiadow geraten hat, natürlich exzellent vorbereitet sein muss. Nicht? Ich glaube, es hat Busoni gesagt, dass man 120% gut vorbereitet sein muss, um dann wenigstens 90% an Leistung zu bringen. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, wie man das in den Griff bekommen kann. Für mich ist es zum Beispiel einmal ganz wichtig, das Prinzip der Wiederholung. Also wenn ich etwas ganz sicher auswendig lernen möchte oder überprüfen möchte, dann verlange ich von mir, dass ich das jetzt dreimal hintereinander ohne den geringsten Fehler spiele. Das ist so eine Forderung an mich, die ich irgendwann einmal gestellt habe und die sich bewährt hat. Wenn ich es schaffe, privat konzentriert zu sein beim Üben, dass ich wirklich dreimal das ohne Fehler durchbringe,
dann habe ich die Chance, dass ich beim Auftritt dann auch für einmal die Konzentration habe, wirklich alles perfekt hinzubekommen. Wir sind aber alle Menschen, keine Maschinen. Trotzdem kann immer wieder was passieren. Aber es geht ja darum, dass wir es jetzt optimieren, nicht wahr? Es gibt dann die Möglichkeit, gerade auswendig zu spielende Stücke nicht einfach nur durchzuspielen, sondern in Etappen zu üben. Ja? Am besten von hinten nach vorne oder zu sagen, okay, Mittelteil, da möchte ich jetzt einsteigen können. Alle paar Takte eine Einstiegsstelle sozusagen sich hernehmen und im Gedächtnis besonders fixieren, als sozusagen als so einen Haltegriff sozusagen. Gibt's den Ausspruch, benützet stets die Haltegriffe, nicht in den alten Straßenbahnen hat man das gelesen. Das sage ich meinen Studierenden auch immer wieder. Also so Angelpunkte setzen, wo man weiß, da weiß ich ganz genau, wie es weitergeht und es gibt wieder ein Gefühl der Sicherheit. Und sollte was passieren, dann hat man die nächste Stelle umso sicherer sozusagen im Griff.